eigens Firma bastelt wieder. Und wenn man da schaut, da liegt wirklich hauteng an. Und wenn man da raufschaut, er lässt sich da dehnen. Ich versuche da jetzt mal ein wenig Zensur machen. Zunehmen über den Sommer, rächt sich fürchterlich. Je enger, desto schneller. So ungefähr, keine Falten. Ja, wenn wir uns jetzt den Ski anschauen, von der Spitze weg, sieht man, dass wir den Vorderteil, sprich die Spitze, abgeschliffen haben und auf Hochglanz poliert haben. Das Ganze ist nach einem Flugzeugprofil nachempfunden, damit wir so wenig Luftwiderstand wie möglich zusammenbringen. Die Oberfläche vom Ski ist auch wie ein Wabenmuster, dass sie die Luft ein bisschen bricht. Da dreht man den Ski vorsichtig um, die Lage ist sehr empfindlich. So, bei dem Ski sieht man jetzt zum Beispiel, der ist geschliffen für eher warme Temperaturbereiche und hat auch einen Wedelschliff rein. Wichtig ist auch noch beim Speedski, es gibt keine Kanten. Das heißt, wir bearbeiten die Kanten mit der Feile, die werden komplett abgerundet. Und zwar hat das den Sinn, damit man sich nicht oder nicht so leicht verschneidet. Ja, dann gehen wir zu den Stöcke. Darf ich kurz zeigen? Und zwar kommen die Stöcke da herein beim Start in die Hüfte, müssen genau positioniert werden. Dann geht man in die Hocke, so tief wie möglich, mit dem Helm. Halt sie dran fest und baut eine Körperspannung auf beim Runterfahren, so fest wie möglich. Das ist der Sinn und Zweck der Stöcke da. Welcher Skifahrer liebt sie nicht? Zwischendurch die Schussfahrt nur geradeaus. Mit ihren 2,38 Meter langen Skiern, die noch dazu 11 Kilogramm schwer sind, haben diese Athleten die Schussfahrt jedoch zur Wissenschaft erhoben. Oder wollen sie einfach nur keine Kurven fahren? Also ich war im Kurvenfahren tatsächlich nicht so stark. Vor allem aber mag ich die Geschwindigkeit. Das ist alles extrem und da ist so viel Technik drin. Also ich liebe Technik, ich liebe Geschwindigkeit, ich liebe Skifahren, ich liebe Sport. Hier finde ich alles. Für mich steht der technische Aspekt im Vordergrund. Ich will alles über Ausrüstung, Wachs und die bestmögliche Abfahrtshockey wissen. Ich will einfach die Schnellste sein und um das zu erreichen, gebe ich alles. Really just being the best and the fastest and learning how to get there is a real achievement for me. Ich sag, alle Leute fahren auf der Autobahn, da ist bei 130 auf der Autobahn die Hand vom Schiebedach raus oder nur die Hand vom Scheibenfenster ab, dann wisst ihr, was losgeht. Bei 130 fangen wir im Weltcup eigentlich erst zum Trainieren an und dann geht es hin auf bis 230 und mehr und dann weiß man, was Geschwindigkeit ist. Was Geschwindigkeit ist, weiß er schon lange. Ross Anderson aus New Mexico mit 247 km/h schnellster Amerikaner auf Skiern und besonders stolz auf seine indianische Herkunft. Ich bin Mescalero Apache und das trage ich auch mit meinem Helm zur Schau, der mittlerweile schon zu meinem Markenzeichen geworden ist. Geronimo war einer der wohl berühmtesten Häuptlinge unseres Stammes und ein Symbol für großen Mut. Vielleicht schlummert ja auch in mir ein bisschen etwas von ihm. Beim Speedskiing wird in einer Zone von genau 100 Metern die Zeit des Fahrers genommen und daraus der Geschwindigkeitsschnitt errechnet. Im Büro der Zeitnehmung laufen die Ergebnisse auf. Aufgrund der eher kurzen Strecke im Kulm sind die Geschwindigkeiten im ersten Qualifikationslauf mit knapp über 130 km/h nicht übertrieben hoch. Trotzdem, am sportlichen Wert des Rennens ändert das gar nichts, denn gewinnen wird auch hier nur derjenige, der die perfekte Mischung aus Material und optimaler Stromlinienform findet.
Einer von ihnen könnte Philippe May aus der französischen Schweiz sein. Er ist mit 129,96 km/h der schnellste in der Qualifikation. Wie viele der anderen Teilnehmer kommt auch er aus dem alpinen Skirennsport. Ich habe als gewöhnlicher Skirennläufer begonnen, mich dann fürchterlich am Knie verletzt, sodass ich 4 Jahre keine Rennen fahren konnte. Ich hatte aber immer noch Lust auf den Wettkampf und so bin ich schließlich zum Speedskiing gekommen. Für mich sowieso die rasanteste Form eines Wettkampfs auf Skiern. Und wo Hubert Neuper organisiert, suchen natürlich auch Prominente den Kick des Wettkampfs. Unter anderem darf er Hans Krankl begrüßen. Oder auch Doppel-Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister, die sich wie viele andere Promis in Firmenteams im Lauf der nächsten Tage einigen Speedbewerben zu stellen haben. Na, was gab's denn da zu sehen? Beim Legendenrennen auf der Taublitz haben es die Vips so richtig krachen lassen. Das Besondere, statt auf Skiern wurde mit einem Skido gefahren. Ein Rundkurs musste bewältigt werden und nach einigen einführenden Worten war das Motto schnell klar. Wer bremst, verliert. Ja, Taktik ist Mut, kann man nicht kaufen. Entweder du hast ihn oder du hast ihn nicht. Und Bremsen gibt es sowieso nicht. Worauf es ankommt, ist der Song früh am Gas bleiben. Mal wichtig, oder? Und in die Kurven nach innen legen. Nein, ist umgekehrt, glaube ich. Sehr Geschicklichkeitslauf, glaube ich. Also die Gewandtheit und die Koordination ist entscheidend, als wie die Geschwindigkeit. Stichwort Geschicklichkeit und Koordination. So manche und so mancher hat das offensichtlich unterschätzt. Andrea Fendrich beispielsweise, die ist anfangs gar nicht vom Fleck gekommen und dann